So, wie geht das jetzt in Python? Wie kann man damit Binärzahlen rechnen? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Zahlen, die wir normalerweise so eingeben in Python, sind natürlich Dezimalzahlen. Das, was wir eingeben, das, was wir rauskriegen, weil Menschen größtenteils mit Dezimalzahlen arbeiten. Das ändert nichts daran, dass intern die Computer binär rechnen. Die machen sich dann nur sozusagen Mühe, besonders menschenfreundlich zu sein und geben die Ergebnisse dann so aus, dass wir sie lesen können. Aber manchmal wollen wir ja vielleicht Binärzahlen eingeben oder sie auch ausgeben können. Und das kann man auch machen. Binärzahlen eingeben geht so, dass man anfängt mit einer 0. Das ist sozusagen ein Zeichen dafür, Achtung, Python, jetzt kommt eine Zahl. Und dann schreibt man den Buchstaben B für binär. Und dahinter können Sie dann eine Binärzahl eingeben, zum Beispiel diese hier. Das ist jetzt die Zahl 4 plus 0 plus 0, also die Zahl 4. Da steht sie, das ist die Zahl 4. Und so können Sie jetzt, was hatten wir eben, 42 zum Beispiel, irgendwelche Binärzahlen eingeben. Und damit haben Sie sofort, wenn Sie das mal üben wollen, wie man binär in Dezimalzahlen umrechnet, eine Möglichkeit, das mit Python nachzuprüfen. Rechnen Sie es erst auf dem Zettel aus und dann gucken Sie, ob hier dasselbe rauskommt. Wenn man das umgekehrt machen will, wenn man Dezimalzahlen in Binärzahlen umrechnen will, also wenn man eine binäre Darstellung haben will, muss man sich ein bisschen mehr anstrengen, weil Python normalerweise die Zahlen nur so ausgibt, wie wir sie haben wollen im Dezimalsystem. Dafür müssen wir ganz kurz uns anschauen, was Strings sind in Python. Wir werden erstmal mit Strings nichts weiter machen, aber wir müssen uns das kurz anschauen, damit wir verstehen, wie man sich Binärzahlen anzeigen lassen kann, weil wir das vielleicht öfter brauchen werden. Strings sind Zeichenketten, das heißt, Sie können sowas wie 5 Buchstaben hintereinander packen und dann machen Sie an beiden Seiten solche Anführungszeichen. Entweder machen Sie doppelte Anführungszeichen, so wie hier, oder Sie machen, Sie sehen schon, er wandelt das um, einfache Anführungszeichen, spielt keine Rolle. Sie müssen nur konsistent sein. Entweder vorne und hinten doppelte oder vorne und hinten einfache. Das Ding, was Sie da jetzt haben, nennt man einen String, der in diesem Fall aus 5 Buchstaben besteht. Und die können Sie genauso speichern und mit den Dinge machen, wie Sie auch Zahlen speichern können. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, in der Variablen a soll der String HAW gespeichert werden. Und dann kann ich nachher gucken, was ist in der Variablen a drin. Und da ist dann der String HAW drin. Was ich nicht mit Strings machen kann, ist die addieren und multiplizieren. Aber ich kann andere Sachen machen, zum Beispiel sie hintereinander hängen oder sowas. Brauchen wir jetzt alles gar nicht. Was ich auch machen kann, ich kann sie ausdrucken. Dann lässt Python diese Häkchen weg und druckt nur das aus, was in dem String sozusagen drin steht. Was wir jetzt machen möchten, ist etwas, was man formatierte Ausgabe nennt. Man kann Strings ausgeben und dabei sozusagen bestimmte Leerstellen innerhalb des Strings durch was anderes ersetzen. Das funktioniert folgendermaßen. Sie können so einen String schreiben wie das hier. Und das magische Zeichen in Python ist in diesem Fall, dass man so eine geschwungene Klammer auf und wieder zumacht. Wenn ich nur das mache, hat das erstmal keine weitere Bedeutung. Wenn ich jetzt diesen String ausgebe, sehe ich einfach die geschwungenen Klammern wie vorher. Ich kann aber jetzt das Folgende machen. Ich kann hinter den String einen Punkt schreiben und schreibe Format für formatierte Ausgabe und schreibe da jetzt irgendein Argument hin. Und was jetzt passiert ist, Python guckt sich diesen String an und findet eine Stelle, wo so eine geschwungene Klammer auf und zu geht. Und diese Stelle wird rausgenommen aus dem String und stattdessen wird die 23 da eingesetzt. Das heißt, ich kriege das hier. Da stand vorher Klammer auf, Klammer zu und an der Stelle wird die 23 eingesetzt. Das ist ein Mechanismus, der sehr mächtig ist, kann man sehr viele Dinge mitmachen. Wir wollen damit gar nicht so viel machen, wir wollen nur erstmal lernen, dass man das überhaupt tun kann. Nebenbei diese komische Syntax, dass man etwas hinschreibt und einen Punkt und dahinter dann weiterschreibt, werden Sie in Java auch kennenlernen oder haben Sie schon kennengelernt. Das ist die Art und Weise, wie man sogenannte Methoden aufruft. Bedeutet in Python eigentlich dasselbe, da will ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen. Wir brauchen das erstmal nur für diese eine Sache, für das Darstellen von Binärzahlen. Ich kann nämlich noch ein bisschen weitergehen und kann in diese Klammern noch mehr reinschreiben. Da kann ich nämlich Python instruieren, wie genau ich die Ausgabe haben möchte. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte die Ausgabe binär haben. Eine Sache nebenbei noch, in B steht noch dasselbe wie vorher. Also dieses Formatieren gibt mir zwar ein Ergebnis aus, aber das ändert B selbst nicht. Ich mache jetzt mal das Folgende, ich schreibe sowas wie eben, aber
Jetzt schreibe ich in diese Klammern rein, Doppelpunkt B. Das ist der Code, den man eingeben muss, damit Python weiß, das soll binär ausgegeben werden. Wieder B wie binär. Ja? Jetzt kann ich das gleiche machen wie eben. Und ich kann sagen C-Format 23. Und jetzt bekomme ich das hier. Und damit habe ich die Möglichkeit, eine Dezimalzahl in eine Binärzahl umzuwandeln. Das ist nicht ganz richtig. Ich bekomme stattdessen die Darstellung, die binäre Darstellung als String geliefert. Aber für unsere Zwecke reicht das natürlich völlig aus, wenn Sie einfach für sich selbst irgendwelche Aufgaben erstellen wollen, damit Sie üben, umzuwandeln zwischen den beiden Formaten, Dezimal und Binär, können Sie einfach dies hier benutzen. Mehr will ich Ihnen dazu gar nicht sagen, außer dass ich Sie im Skript bitte, sich nochmal anzugucken, dass man das Gleiche auch mit anderen Darstellungen, wie zum Beispiel Hexadezimalsystem oder Oktalsystem machen kann. Da nimmt man dann halt statt B andere Buchstaben, aber im Prinzip ist der Mechanismus der gleiche.